Herzlich willkommen an alle Interessenten vom Neckarbogen in Heilbronn. Wir verweilen kurz auf Bauabschnitt 2, südlich vom Floßhafen. Hier noch eine Aufnahme von Mitte 2022. Überfliegen wir jetzt die Baufelder M, L und K. Am 29. September 2022 erfolgte der Spatenstich für die Tiefgarage auf Baufeld K. Und am 10. Mai 2023 folgte der Spatenstich auf Baufeld L und läutete den Beginn der Bauarbeiten auf Baufeld L und M ein. 28 Häuser werden auf diesem Bauabschnitt 2 gebaut. Auf allen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen verbaut. 379 Wohnungen entstehen hier, davon 30% mit gefördertem Wohnraum. 190 Stellplätze werden unter den Baufeldern K, L und M zur Verfügung stehen. Schwerpunkt ist das Thema nachhaltiges Bauen, insbesondere mit Holz. Eine ehemalige Gewerbebrache direkt am Floßhafen. Nicht weit entfernt entsteht der derzeit größte Schulhausneubau Deutschlands, die Josef-Schwarz-Schule. Bis ca. 2029 soll der Neckarbogen komplett bebaut sein und Wohnraum für 3500 Menschen bieten. Außerdem entstehen Gewerbeflächen für ca. 1000 Arbeitsplätze. Januar 2023 erfolgte der Spatenstich für das Parkhaus der Stadtwerke Heilbronn. Insgesamt soll der sogenannte E-Quartiershub 650 Parkplätze bieten. 195 davon werden mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet sein. Der Strom wird direkt aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach kommen.